Herzlich willkommen zum Talk im Autohaus. Heute zu Gast ist Werner Buchauer. Er ist der Vorsitzende des Dipser Musikantenclubs und auch Mitglied im DiCuba e.V. sowie Dirk Massi. Er ist Vorsitzender des Vereins für Kulturraum und Brauchtumspflege Dippoldiswalde. Beide sind die Köpfe für Stadtfest, Familiensonntag zu Ostern, Vereinsmeile, Seniorenweihnachtsfeier und einiges mehr in Dippoldiswalde. Und das schon seit über 10 Jahren. Herzlich willkommen zum Talk im Autohaus. Wir haben Frühling und das ist natürlich eine Zeit, wo sich alle wieder auf viele kulturelle Aktivitäten im Freien freuen. Zum Beispiel auch auf das Dipser Stadtfest. Und zwei, die mit dem Dipser Stadtfest sehr viel zu tun haben, sitzen heute hier beim Talk. Zum einen Werner Buchauer und Dirk Massi. Die beiden sind beide im Kulturraum und Brauchtumspflege e.V. und Dirk Massi ist noch Ortsvorsteher von Dippoldiswalde. Und der Werner Buchauer auch noch im Dipser Musikantenclub der Vorsitzende. Also zwei Herren, die mit Kultur viel im Sinn haben. Erstmal schön, dass ihr da seid. Hallo. Dankeschön. Wir wollen heute mal reden, wie ihr denn überhaupt in diese Position gekommen seid, denn es gibt ein Jubiläum zu feiern. 10 Jahre seid ihr dabei mit Stadtfest, Seniorenweihnachtsfeier, Organisation, 800-Jahr-Feier. Die Liste wäre endlos. Gehen wir mal zurück ins Jahr 2003. Da wurde der Dipser Musikantenclub gegründet und danach Als Verein gegründet. Also als Verein, ne? Den gibt es schon seit 1979. Ja. Und danach gehen wir ganz schnell jetzt nochmal ins Jahr 2014. Da fand auch in Dippoldiswalde ein Stadtfest statt, organisiert noch vom Kulturzentrum Parkseele Dippoldiswalde. Da wurde nochmal richtig aufgefahren. Ich habe mir auch nochmal die Künstlerliste. Das waren, glaube ich, 150 Künstler, die da 40 Stunden Musik gemacht haben und alles. Ach auch doch. Von sehr teure, also sehr gute Leute. Und ein Jahr später war Schluss. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir können uns daran noch erinnern. Es gab ja damals den legendären Beschluss im Zuge der Gemeindegebietsreform des damaligen Stadtrates, der die Freigabe der Gelder für künftige Stadtfeste verhindert hat. Da ja nun nicht mehr nur Dipser in dem Stadtrat sitzen, sondern eben von der Großkommune aus allen Richtungen. Und das war dann eben so. Da hieß es, da gibt es eben kein Stadtfest mehr. So. Und die Es gab ein paar Besessene, so muss man das ja sagen, darunter aber auch Händler und Schausteller und so weiter, die gesagt haben, dass damit wollen wir uns nie abfinden. Und da wurde nach Wegen gesucht. Und ohne das jetzt im Detail alles, wie das gelaufen ist, jedenfalls führte es dann dazu, dass unser kleiner Verein, der Musikantenclubverein, angesprochen wurde, ob er nicht die Organisation übernehmen wollen würde, weil es ging darum, es musste ein gemeinnütziger Verein sein, weil nur gemeinnützige Vereine können den Spendern Spendenquittungen ausstellen. Also ausstellen könnte auch jeder andere Verein, aber anerkannt vom Finanzamt wird es eben nur von dem gemeinnützigen Verein, ja, damit der Spender das also praktisch gegen seine Steuerschuld rechnen kann. Und gerade bei Gewerbetreibenden ist das natürlich wichtig. Also haben wir dann 2015 angefangen, ohne zu wissen, was das Ganze kostet. Und ohne, also es ist ja kein reicher Verein, ohne große Rücklagen. Also ihr seid in die Organisation gegangen und habt erst mal geguckt, der Verein, wir machen es einfach. Der Verein ist ja ein kleiner Verein, ja, nicht zu vergleichen mit unserem jetzt. Ja, ja. Und deshalb konnte der Verein das auch nicht ganz alleine machen, sondern da ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden, Arbeitsgruppe Stadtfest. Darin waren Ortschaftsräte des damaligen Ortschaftsrates, die auch jetzt teilweise Mitglied in unserem jetzigen Verein, ja, sind. Und im wie gesagt, Händler, Schausteller und so weiter. Und so haben wir eben das erste Stadtfest organisiert mit vor allen Dingen regionalen Künstlern, die also nicht so viel gekostet haben, um das finanzielle Risiko irgendwie überschauen zu können. Und wir hatten ja damals auch schon ein Interview geführt dazu. Also es war schon eine heiße Zeit. Da gucken wir uns jetzt da nochmal an, weil du schon das Stichwort gibst. Ja. Also wir gucken nochmal auf den Markt, auf den Dipser Markt am Freitag Nachmittag zur Stadtfesteröffnung. Dirk Massi hat Bieranstich gemacht und der damalige Bürgermeister hätte es machen sollen, durfte aber nicht, weil er die Stadt nicht organisiert hat. Gucken wir uns alles ganz schnell mal an. Und gleich zum Beginn haben wir einen der Hauptorganisatoren hier vor Ort vor der Bühne stehen, Werner Buchauer. Es ist ja nun sicherlich es kribbelt bestimmt, denn in wenigen Minuten geht's los. In wenigen Minuten ist der offizielle Startschuss des Dipser Stadtfestes, diesmal unter ganz anderen Vorzeichen. Habt ihr denn alles hinbekommen, alles organisiert, alle Voraussetzungen erfüllt vom Amt her, um dieses Stadtfest jetzt durchzuziehen? Also das Kribbeln hält sich in Grenzen,
weil eigentlich soweit alles funktionieren müsste. Alle Genehmigungen sind natürlich da und es ist bis jetzt auch alles reibungslos verlaufen. Also wenn das Wetter mitspielt, ich wüsste nie, was sonst schief gehen sollte. Das ist ja nun eine Sache, die diesmal ein Verein organisiert, nicht die Stadt. Und es ist Eintritt frei beim Dipser Stadtfest. Wie ist denn so das Feedback der Bevölkerung? Habt ihr sowas mal mitbekommen, was die Leute so sagen? Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht die, die ein Problem damit haben, dass die Stadt das nicht mehr organisiert, sich vielleicht auch nicht melden bei uns. Aber der Rest hat sich eigentlich ausschließlich positiv geäußert. Mhm. Zu dem Flyer, als der also in die Öffentlichkeit kam, haben sich viele Leute zum Programm geäußert und sehr zustimmend geäußert. Und wir haben bis jetzt eigentlich nur positive Rückmeldungen. Aber wie gesagt, es gibt sicherlich auch andere Meinungen, die eben nie an uns herangetragen werden. Mhm. Aber wichtig ist, dass die positiven überwiegen. Also in wenigen Minuten geht's los. Ich sehe das fast schon stehen. Also toi, toi, toi für die Organisatoren, für Dips, für dieses Stadtfest. Der Cheforganisator des Stadtfestes, Werner Buchhauer, eröffnete die Veranstaltung. Im Anschluss gab es den traditionellen Bieranstich mit dem Marktleiter Dirk Masi. Wunderbar, also die Bayern sind Dippoldiswalde hat jetzt auch einen Ortschaftsrat, der sehr rührig ist, sehr fleißig und sich auch in die Organisation dieses Stadtfestes eingebracht hat. War es eine schwierige Aufgabe oder war es eigentlich leichter wie gedacht? Also es war eigentlich leichter wie gedacht, nach meiner Warte, wobei die Hauptarbeiter Bernd Wehner gemacht hat, der viele Kontakte hat und auch etwas, über etwas mehr Zeit verfügt als ich. Aber für uns war selbstverständlich, dass wir uns da kümmern. Genau wie in den Dörfern dann die Heimatvereine das örtliche Dorffest machen, waren wir der Meinung, dass es nicht ausfallen darf und haben deshalb hier den Hut aufgesetzt mit dem HGV zusammen. Wäre das auch weiterhin eine Option für Dips, dieses Stadtfest immer in die Hand der Vereine und Bürger zu geben? Also wir sind schon am Plan, entweder mit dem Musikantenverein das weiterzumachen, aber da gibt es noch einige Sachen mit dem Finanzamt zu klären. Es gäbe auch die Option, dass wir einen eigenen Verein gründen, der nur für das Stadtfest dann praktisch da ist. Aber es soll auf alle Fälle in dieser Gruppe weitergeführt werden, weil wir haben jetzt einmal die Erfahrungen gemacht, die Kontakte und auch viel Freude an der Arbeit gehabt. Dann wünschen wir, dass das Stadtfest ein Erfolg wird und die Freude an der Arbeit sich dadurch noch verdoppelt. Danke. Dankeschön. Gut. So, liebe Zuschauer, neben mir haben wir jetzt den Bürgermeister, den Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Dippoldiswalde, Jens Peter. Grüß Sie, Herr Peter. Herr Peter, guten Abend. Eigentlich wären ja Sie heute dran, das erste Mal offiziell das Stadtfest zu eröffnen mit Bieranstich. Das ist korrekt, ja. Dazu ist es nicht gekommen. Sind Sie traurig? Ein bisschen traurig bin ich schon, aber es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Das weinende Auge ist traurig, weil natürlich der Bürgermeister das Stadtfest gerne selber eröffnet hätte. Aber da die Stadtverwaltung das Stadtfest nicht organisiert hat, ist es natürlich legitim, dass die Organisatoren das auch eröffnen. Das lachende Auge deshalb, weil es hier in Dips engagierte Bürger gibt, die in die Bresche gesprungen sind und dieses tolle Fest, das kann ich jetzt schon sagen, organisiert haben. Und davor
ziehe ich meinen Hut und da habe ich einen riesengroßen Respekt und sage an alle, die sich dort engagiert haben, herzlichen Dank. Jetzt wollen ja auch viele wissen, wie es geht weiter mit dem Dipser Stadtfest 2016 zum Beispiel. Da gab es ja mal so eine Sache, eine Ausschreibung für eine Agentur, die das vermarkten sollte. Ist das vom Tisch? Könnten das die Einheimischen, die Vereine, die Gewerbetreibenden weiterhin machen? Nun, ich denke, wir werden nach dem Stadtfest aus und werden dann überlegen, wie es in der Zukunft weitergeht. Aber wenn das Stadtfest so gut läuft, wie ich mir das denke und vorstelle, dann denke ich, wird das auch eine sehr wahrscheinliche Option für die Zukunft sein. Aber formal sind alle anderen Optionen auch noch möglich. Und den Oberbürgermeister wird man natürlich in den nächsten Tagen auch hier sehen? Mit Sicherheit. Deswegen bin ich auch jetzt schon hier, weil es mir wichtig ist und weil ich damit auch meinen Respekt vor der Leistung der Bürgerinnen und Bürger, die hier organisiert und gearbeitet haben, zollen wollte. Das war mir wichtig. Ja, also Ihnen noch ein schönes Stadtfest. Und natürlich auch den Zuschauern und den Besuchern ein wunderschönes Stadtfest bei bestem Wetter und herzlichen Dank. So, das war also ein kleiner Ausschnitt Vorbereitung oder Start Stadtfest 2015. Und seit dieser Zeit, bis Ausnahme Corona-Zeit, wo es keine gab, habt ihr das gemacht. Und dann kam ja noch der ganz große Knaller 2018. Ja, also der Musikantenclubverein hat das 2015, 2016 und 2017 gemacht. Genau. Und ich habe bereits am Anfang gesagt, das ist eigentlich für uns eine Nummer zu groß und widerspricht ja auch den Zielen unserer Satzung. Hier müsste eigentlich ein extra Verein gegründet werden, der sich um die Dinge kümmert. Mhm. Und der Dirk hat das dann aufgenommen und hat dann 2017 schon die Gründung des neuen Vereins, also des Kulturraum- und Brauchtumspflegevereins, vorangetrieben. Und 4 Gründungsmitglieder haben das dann eben beschlossen. Und die Herausforderung für den Verein war natürlich die 800-Jahr-Feier, was gleich ein richtiger dicker Batzen war. Und da müssen wir trotzdem sagen, auch weil sich die Stadt aus der Organisation der 800-Jahr-Feier auch verabschiedet hat. Ja, das hängt ja alles zusammen. Ja, aus welchem Grund auch immer. Ihr habt ja jetzt nicht gesagt, ich melde mich, ich will was tun. Nee, ich will jetzt eine 800-Jahr-Feier mit einem großen Festumzug organisieren, Dirk. Sondern es war ja so, ihr habt gesagt, bevor gar nichts stattfindet, müsste es Leute geben, die was tun, oder? Genau genommen müssen wir rückblickend sagen, also wie gesagt, schon diese Entscheidung damals, die Stadtfeste nicht mehr durch die Stadt durchführen zu lassen, gab es aber damals das Versprechen von Jens Peter, dass, also finde ich toll, dass ihr das macht, aber für die 800-Jahr-Feier wird die Stadt den Hut wieder übernehmen. Ja. War uns sehr recht natürlich, weil das ist eine Riesenhausnummer, ne? Wir hatten mit sowas ja auch noch keine Erfahrung. Und aber es wurde dann spätestens im Herbst 2017 klar, das wird nichts. Also da findet weder Mehrheit noch sonst was. Wir haben aber zeitnah Anfang 2017 die Gründung des Vereins vorangetrieben, also des jetzigen Kulturraum- und Brauchtumspflegevereins, genau mit dem Ziel, diese Traditionsveranstaltung 800 Jahre für die Poldiswalde umzusetzen. Und sind dann im April 2018 tatsächlich eingetragen worden im Registergericht. Also noch rechtzeitig zu Beginn der 800-Jahr-Feier. Und ja, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, also dort habe ich Monate nie geschlafen, weil wir hatten natürlich dasselbe Problem. Im Nachgang wissen wir, dass die ganze 800-Jahr-Feier ca. 240.000 Euro gekostet hat. Und das für einen kleinen neuen Verein. Und das für einen völlig neu aufgestellten Verein. Ja. Also wir haben nach Spenden natürlich gefahndet, nach Sponsoring gefahndet. Wir haben auch viele, viele Partner gefunden, ja. Und da bedanken wir uns auch heute noch. Das ist eine, also kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele daran beteiligt waren. Die Stadt selber hatte sich aber zumindest, und das muss man im Nachgang auch noch sagen, insgesamt mit 60.000 Euro an dieser Feier beteiligt. Zuerst war es nur für den Fall, dass die Gelder, ich nenne das jetzt mal eine Rücklage, wenn wir sie also nie aufbringen, wie eine Art Rückfallversicherung. Aber es war klar, dass noch viele Mittel aus dem Verein zugeschossen wurden. Letztlich bis hin, ich will nicht zu weit ausholen, aber es sind selbst teilweise private Kredite geflossen. Weil eben selbst mit den Fördermitteln, wie das so ist, und das ist so ein bisschen ein Ärgernis, was wir als Verein und nicht bloß wir, was viele Vereine sicherlich haben, diese Prozeduren an diese Fördermittel ranzukommen und danach dann abzurechnen. Also das ist, hätte man nie ich gedacht, denke oder? Da an die Liederförderung, das war einer unserer größten Fördermittelgeber, die man, und ihr, das müsst ihr machen und das machen wir natürlich und das ist genau das, was wir wollen. Zum Schluss ist rausgekommen, nicht einmal die Hälfte
der beantragten Gelder, die man uns ja versprochen hatte, sind dann tatsächlich auch zum Fluss gekommen. Also es ist schon eine bewegte Zeit gewesen. Aber ihr habt plus minus null über die Runden geschafft. Ja. Und sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass ihr dann weitergemacht habt. Wieder mit als Verein wieder Stadtfest organisiert. Dann kamen noch die Seniorenweihnachtsfeier, die sich ja auch die Stadt weggenommen hat. Was treibt denn jemand an, sich da diese, wenn andere feiern, mal 4 Tage nicht zu feiern und zu arbeiten? Da wollen wir die Vorarbeiten gar nicht reden, über die wollen wir gar nicht reden. Ne? Das sind Stunden, also, die kannst du gar nicht aufzählen. Also was ist der Antrieb? Das ist das Phänomen, was alle Vereine haben, auch nicht bloß bei uns, aber überall in Deutschland, dass es ein paar Verrückte gibt, die das nie aus Eigennutz machen, sondern die sehen, hier muss was getan werden, sonst schläft ja die Stadt völlig ein. Na? Und man kriegt das natürlich dann auch als Dank zurück. Wenn ich gerade an die Seniorenweihnachtsfeier denke, die sind sehr dankbar. Oder jetzt zu Ostern die Kinderveranstaltung, die dort organisiert worden ist. Das ist dann schon auch eine Art Dank, die zwar nicht in Geld gemessen wird, aber in Anerkennung eben. Anders kann man das eigentlich nicht erklären. Und das ist bei anderen Vereinen auch so. Wenn man da fragt, was treibt euch an? Also, Geld ist es nie, weil das ist alles freiwillig und umsonst. Also unbezahlt. Und da muss man auch vielleicht noch mit den Meckerern leben, die dann ganz schlau in der Ecke stehen und alles besser wissen. Das Problem haben wir Gott sei Dank nie. Nee? Also entweder trauen die sich das nicht. Oder also wir würden auch offensiv mit denen umgehen, ne? Weil wir wissen ja, was wir tun und können auch begründen, warum wir das so tun. Mhm. Ja, aber das hat es bisher noch nie gegeben. Mhm. Wobei, das würde ich vielleicht ganz kurz einschränken. Also wenn ich an die Zeiten 800-Jahr-Feier, Vorbereitung denke, mittlerweile wird weniger gemeckert, weil sie jetzt anerkennen, dass das, was wir machen, dass das Hand und Fuß hat, dass das also nie hergeholt ist, aus nichts heraus. Aber es gab in den Anfangszeiten doch schon viele Kritiken, teilweise unter der Gürtellinie, muss man einfach mal so sagen, das werde ich nicht vergessen. In der Vorbereitung. In der Vorbereitung und was da alles und wir hatten noch keine Ahnung und das müsste man so machen. Also es gibt 1000 Leute, die erklären, wie man es machen muss, aber letztlich machen tut es dann keiner. Das ist immer die Frage, das müsste man, da müsste jemand. Ja, aber das nützt niemandem, was müsste, sondern machen ist das Wichtige dabei. Ne? Vieles ist ja auch eine Frage des Budgets. Ne? Also, das kommt noch dazu. Was die Stadt gemacht hat, die haben dort einen ordentlichen Batzen zurückgelegt und konnten aus den Vollen greifen, konnten auch große, namhafte Künstler hier verpflichten. Das sieht dann natürlich, wenn es ein Verein macht, ganz anders aus. Ne? Da muss man sehr, sehr scharf rechnen, um am Ende jetzt nicht noch die private Schatulle plündern zu müssen. Ja. Ich denke mal daran, wenn ich noch mal kurz auf die 800-Jahr-Feier zurückkommen wollte, weil die Stadt hat natürlich vorgerechnet, was es die Stadt kosten würde. Man hat dann relativ schnell aufgehört, als man alleine nur die Lohnkosten, die Stadt, woher auch immer imaginär die entstehen, die sind ja für meine Begriffe 8-3 Stunden auf Arbeit oder je nachdem, was die Arbeitszeit ist. Aber allein die Lohnkosten, die der 800-Jahr-Feier zugeordnet wären würden, beliefen sich damals schon auf 80.000 Euro. Also da geht's nur. Und da ist noch nichts passiert. Da ist also nur Verwaltung, was da Verträge schließen oder Termine setzen oder wie auch immer. Aber diese Problematik, die ist ja nicht vom Tisch. Ne? Also Werner, du bist ja der künstlerische Leiter des Ganzen. Du machst die Verträge, du gehst zu den Künstlern, du verhandelst das. Mit welchen, wenn man jetzt ein halbjahres Säckel hat, ist das lieber, man sagt, ich habe ein halb volles Säckel und will verhandeln? Oder wie läuft das? Das ist so. Also sag jetzt, das ist nichts Falsches. Es ist so, dass sich das abgezeichnet hat jetzt in den letzten Jahren, dass wir immer in etwa so ein Budget haben, das schwankt mal um 1000 Euro. Und ich sag mal so, das ist jetzt keine starre Vorgabe, aber er kann sich darauf verlassen, dass ich jetzt auch nie Verträge abschließe, die den Verein ruinieren würden und damit würde ja der Vorstand komplett haften müssen dafür. Na, und ich bin da zwar, sag ich mal, er lässt mir da völlig freie Hand, ich kann da relativ machen, was ich will und trotzdem, da wir uns ja sehr oft sehen, sehr abends zusammen mal ein Bier trinken, rede ich natürlich mit ihm drüber, obwohl ich das gar nicht müsste, sage ich, du, ich habe mit dem und dem Künstler und so weiter und da sind die und die Konditionen und so weiter und manchmal frage ich noch, wie denkst denn du drüber? Was ich nie müsste, aber das gehört dazu, finde ich. Auch, ich mache auch die Händlerverträge, auch da tauschen wir uns aus. Ja. Da gibt es eine Vergütungsregelung, also eine richtige Satzung, eine Gebührensatzung. An die könnte ich mich halten, wenn es aber ein Gewerk ist,
sag ich mal, was wir noch nie hatten in Dippoldiswalde, wo wir scharf drin sind, dass der Händler kommt, dann machen wir auch mal einen Kennenlernpreis für das eine Jahr. Na, am Anfang habe ich ihn immer gefragt und jetzt sagt er, mach noch, weil er weiß, ich mache das verantwortungsvoll. Ein bisschen eingespielt, also, man kann sich doch verlassen. Es ist nicht so, dass ich sage, du brauchst gar nicht bezahlen, du kriegst noch was von uns. Ja. So weit geht es nicht. Das wissen die auch. Na, aber das ist eben eingelaufen über die Zeit. Man muss sich da auch aufeinander verlassen und auch Vertrauen haben. Und ich finde es eigentlich gut und es ist auch irgendwo erfüllend, sage ich mal. Bei allem Stress, der auch mal entstehen kann. Die Künstler sind jetzt die eine Seite, dein Part ist vor allem auch die Organisation. Es gibt ja heute, wenn man das organisiert, wie so ein Stadtfest, sehr viel Papierkram. Anträge, Sicherheitskonzepte. Man muss an alles Mögliche denken, vom Toilettenweglichen bis hin zum Notausgang oder wie auch immer. Ist das auch jetzt schwerer geworden in den letzten Jahren oder machst du das mit links? Jein. Der Vorteil ist natürlich, über die vielen, vielen Jahre hat man ein System. Man weiß also ganz genau, was in der Stadt fehlt, was für Anträge gestellt werden müssen. Und es ist genau genommen viele, über die vielen Jahre ja immer gleich. Es ändert sich mal vielleicht mal ein Formular oder sowas, aber im Wesentlichen bleibt das gleich, sodass ich, also in einfachen Dingen, langt es mir zu, ich nehme den Antrag vom letzten Jahr, neues Datum drauf, neue Zeit drauf und dann ist ja genau derselbe Fakt ja wieder da. Und das macht es natürlich relativ einfach. Und was auch fairerweise, muss man sagen, von Vorteil ist, durch meine Arbeit im Ortschaftsrat, habe ich sowieso sehr, sehr viel auch mit den Ämtern auf der Stadt zu tun. Und da hat sich mittlerweile ein Vertrauensverhältnis entwickelt, dass also auch die Verwaltung mittlerweile ein richtig großes Vertrauen zu uns hat und wissen, wenn die das in der Hand nehmen, dann funktioniert das auch. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir uns Anfang des Jahres, ich glaube im Januar haben wir uns jetzt dieses Jahr wieder getroffen, also immer im Januar, spätestens im Februar, sitzen alle Ämter, die maßgeblich mit irgendwie in Berührung kommen mit den Festen in Dippoldiswalde, sei es das Bauamt, das Ordnungsamt, das Hauptamt, sitzen wir alle gemeinsam mit Bürgermeister und besprechen das ganze Jahr. Und damit weiß jetzt mittlerweile jeder, wer ist für welche Arbeit zuständig oder Zuarbeit oder Abforderung zuständig, wann erfolgt das, bis wann ist das erledigt. Ja. Und das macht es natürlich im Laufe der Jahre jetzt schon relativ einfach. Es ist trotzdem ein mörderischer Verwaltungsaufwand, aber ich sag mal, es gehört halt dazu. Also wenn ich das eine will, muss ich das andere machen. Das ist wie, wenn ich in Urlaub fahren will, muss ich vorher das Geld verdienen, damit ich das eben tun kann. Ist halt so. Und du kommst jetzt noch dazu, ich bin gebürtiger Dipser, also mein Herz schlägt für Dippoldiswalde. Ich will das auch bewusst hier an dieser Stelle auch noch ausweiten. Da geht es nicht um die Kernstadt Dippoldiswalde allein. Also ich bin sehr viel in Ullerdorf groß geworden als Kind. Wir haben dort Buden gebaut. Wir sind bis Hennersdorf. Also das ist weit gefasst. Meine Heimat ist Dippoldiswalde und damit meine ich von Seifersdorf bis Amelsdorf. Also da gehört alles, was gehört da dazu. Nun seid ihr zwar ja nicht die Einzelkämpfer, es gehört ein Verein dahinter, Leute, die euch mithelfen. Ja. Vielleicht kannst du mal sagen zu dem Stadtfest, wie viele Leute sind da mit Tätigkeiten unterwegs von euren beiden Vereinen? Eigentlich fast alle. Alle? Aktiv sind wir jetzt ca. 25 Helferleins, also 25 Mitglieder in diesem Verein, ohne die es diesen Verein nie geben würde, weil das ist die Kernarbeit. Wir sind ja nur führen, lenken, leiten. Ne? Aber deswegen stehen wir natürlich genauso mit, wenn es um die Hüpfburg aufbauen geht, ja, dann würde ich mit reingeschleppt. Das machen wir natürlich genauso mit. Aber das ist eine Zusammenarbeit aller. Und der Vorteil ist, wir haben ja von Kindergärtnern über Heimatforscher, also ein breites Klientel. Und dann nützt man natürlich das. Ja. Ne? Wenn es um irgendwelche schulische Sachen geht, dann wird er Mario Vorland natürlich gefragt, das übernimmt er gerne, weil der genau die Beziehung hat, weil der genau weiß, was er redet. Geht es um was raussuchen aus der Chronik, na, da fragt man Werner Irmscher, du Werner. Und diese vielen Wissen, die in dem Verein natürlich existieren, werden natürlich genutzt und bringen genau das dann am Ende zustande, was wir hier versuchen. Aber ich denke auch, wenn das jetzt alles läuft, das Problem Nachwuchs ist auch bei euch, wenn ihr jetzt mal sagen würdet, keine Lust mehr. Aus welchem Grund auch immer. Mag das nur einfach, weil man sich streitet, weil man krank ist oder weil man einfach keine Lust mehr hat, sich dahin zu stellen. Wer übernimmt es denn dann mal? Zieht ihr euch einen Nachwuchs heran? Auch als, also das ist mal an den führenden Köpfen. Ne?
Einer muss den Ton angeben, sonst funktioniert es nicht. Wir hatten ja schon mal darüber geredet. Es ist immer so gewesen auf dieser Welt, dass die Alten gesagt haben, wenn wir mal nicht mehr sind, dann bricht es hier zusammen. Ja. Und es ist nie zusammengebrochen. Es wird also auch nach uns irgendwann jemanden geben. Aber vermutlich wird es erstmal eine Lücke reißen. Es wird erstmal alles tot sein und das rappelt sich dann, wenn es dazu käme, erst langsam wieder auf. Mhm. Aber direkt ein Nachfolger für ihn oder für mich. Ein für Lehrling, Sachen, der jetzt schon rangeben ist, ist weit und breit nicht in Sicht. Nee. Das wäre natürlich das Beste, wenn man einen nahtlosen Übergang schaffen würde. Ich habe auch persönlich schon Leute angesprochen, die diese ganze Planung mitzumachen, mit mir zusammen, um das dann irgendwann mal selber zu machen. Da gibt es kein Interesse. Aber momentan ist die Begeisterung von euch für das Stadtfest noch vorhanden? Ja, wie er schon sagt, also solange man gesund ist. Nicht, solange wie wir irgendwie, das steckt drin, das ist... Das Stadtfest steht direkt vor der Tür, das aktuelle, ja. Geht vom 31. Mai bis 2. Juni. Und das Programm, prall gefüllt wieder mit Künstlern, jede Stunde was Neues. Genau, ich habe gerade gestern den letzten Vorabdruck vom Werbestudio gekriegt. Also wir kriegen da immer zwischendurch schon mal zum Korrekturlesen und so weiter. Und jetzt ist er sozusagen fertig. War noch eine Kleinigkeit. Ich denke mal, die endgültige Fassung kommt heute Abend oder morgen. Mhm. Und dann geht es in Druck. Und wieder Eintritt frei? Na klar. Logisch. Zu allen alle Feste. Gibt nichts, wo die Philosophie das macht. Die Philosophie das dahinter, ist euer Geheimnis vielleicht. Die Philosophie dahinter ist, wenn man Leute bewegen will, an einem Ort zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern, fröhlich zu sein, dann darf dieser finanzielle Druck nicht im Hintergrund sein, weil finanzieller Druck oder Geld ausgeben bedeutet auch immer eine Erwartungshaltung schüren. Ja. Ich habe was bezahlt, dafür erwarte ich. Na, und so ist es so, man geht beim Stadtfest zu bleiben, man geht zum Stadtfest. Ob einem das, was da gerade auf der Bühne gefällt oder nie gefällt, ist doch egal. Ich habe nicht bezahlt. Ja. Ich erinnere mich auch noch zurück, auch als Stadtfestbesucher, wo der Markt an allen Ausgangsstellen abgesperrt war und man wollte bloß mal ein Bierchen trinken, bloß mal eine Stunde gucken und musste dann das berappen. Da gab es schon viele Diskussionen an jeder Verkaufsstelle. Dort naja, das ist ja auch juristisch ein Problem. Also normalerweise kann man das nie absperren. Weil da wohnen ja Leute. Ja, ich kann ja auch Leute besuchen wollen. Aber das ist unser Thema nie. Also bleibt erstmal festzuhalten, Ruhestand nicht in Sicht? Ich wüsste nie warum. Oder und dann, du lässt mich nie in Ruhe, ich lasse dich nie in Ruhe. Fertig, und dann muss man Jahr für Jahr sehen, was kommt, ob die Leute noch zufrieden sind mit dem, was man anbietet. Das weiß man ja auch nicht. Oder wenn wieder mal so eine Pause reinkommt wie zu Corona, hat die euch sehr geschadet? Oder? Ja, die hat dem ganzen Land geschadet. Ja. Aber es gab jetzt keine Verträge, die ihr bezahlen musstet, weil es ausgefallen ist. Es war ja auch alles ein bisschen auf der Kippe, ne? Kann man feiern, kann man nicht feiern. Naja, wir haben das den großen Vorteil gehabt, erstmal, keiner wusste ja, wo die Reise tatsächlich hingeht. Ja. Wir haben aber trotzdem geplant, als wenn es das Stadtfest gäbe, weil wenn es doch funktioniert hätte, hätten wir ja da gestanden. Mhm. Das Stadtfest, alle zwei Jahre waren durchgeplant. Er hat halt mit den Verträgen darauf hingewiesen, pass auf, abhängig davon, ob es stattfinden kann. Ja. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmung. Und ich muss dazu sagen, also als es dann wieder losging, hatten wir praktisch das Stadtfest nachgeholt. Das war ja schon fertig geplant. Also es war organisiert, alle Künstler, bis auf einen, der Meinung war, er müsste jetzt nach Corona seine Gage verdoppeln. Da haben wir gesagt, er bleibt zu Hause. Ja. Aber alle anderen haben gesagt, okay, wir bleiben bei dem Vertrag, ändern bloß das Datum und sind jetzt da. Hm. Gleich auch bei den Händlern. Das war das Gleiche. Das war ja auch gegenüber den Künstlern entgegenkommen. Die haben ja genauso darben müssen und nichts verdient haben. Ja. Wir sind zeitlich schon fast durch. Nur eine Frage, was ärgert euch, wenn es beim Thema Dips, ums Thema Dips geht am meisten? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da gefällt mir Dips überhaupt nicht? Es gibt sicherlich das ein oder andere Problem in die Poldeswalde, aber jetzt zu behaupten, dass irgendwas in Dips, ich hätte bald was Falsches gesagt, mies ist, kann man so nie sehen. Da muss man die Ursache suchen und versuchen, wenn ihm irgendwas nie gefällt und das nichts anderes machen wir, gerade auch als Ortschaftsrat, nichts anderes machen wir. Wenn da irgendwelche, ich nehme mal das Thema Toilette, der Verein tut sich gerade daran beteiligen, die Toilette in die Poldeswalde wieder in Gang zu bringen, was ein ganz wichtiges Thema ist. Das brannte dem vorhergehenden Ortschaftsrat schon oft auf den Füßen. Aber mit der Begeisterung des Vereins ist es eben jetzt möglich, das tatsächlich umzusetzen. Also das ist genau das. Meckern kann man. Ja. Aber dann suchen wir doch mal, ist es begründet, die Meckerei?
Oder liegt es vielleicht an eigenen Empfinden oder kann man es abschaffen? Und dafür treten wir immer wieder ein, weil meckern. Und da frage ich mal die andere Frage, was gefällt euch am allerbesten in eurer Heimatstadt an Dips? Die Heimat. Die Heimat, die Verbundenheit. Die Heimat, ja. Wenn man hier groß geworden ist, ich erkenne, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute. Also man geht auf der Straße, eigentlich kannst du die Hand oben lassen. Oder da mag es Freunde geben, da mag es auch Neider geben, da mag es auch Gegner geben, durchaus. Aber selbst das ist ja auch, wenn man die Gegner über die Jahre kennengelernt hat, hilft es ja auch weiterwirtschaften. Ja, also. Und da wollen wir nochmal kurz Werner Buchauer nochmal kurz fragen. Kleinkunstbühne, die gibt es ja auch noch. Wann ist da der nächste Termin? Was steht am, an? Am 26. April, da ist Eddie und Marie, das ist Vater und Tochter, die machen dort Musik. Wir machen das beharrlich weiter, aber jetzt Veranstalter ist in dem Fall jetzt das Kulturhaus, also das Kulturzentrum Borgsäle. Aus juristischen Gründen haben wir das geändert. Wir sind als Musikhandelverein sozusagen ein Co-Produzent. Machen das mit denen zusammen, die Verantwortung. Aber die inhaltlichen Dinge liegen juristisch gesehen, die Verantwortung liegt beim Kulturhaus. Ja. Ich plane das weiter. Du planst das weiter. Sehen, wie lange das geht. Das ist eine Lücke, haben wir uns damals gesagt. So etwas gibt es in der Form ja noch nie. Ist eben auch ein heißes Eisen, weil unbekannte junge Künstler, denen sollte man ein Podium bieten. Das ist ja auch das Ziel unserer Vereinssatzung. Und ja, dann machen wir das. Also da kann ich jetzt zum Schluss dieses Gesprächs nur eines sagen. Liebe jungen Leute aus Dips und Umgebung, wenn ihr Freizeit, freie Kapazitäten habt, Lust am Organisieren, Lust am Feiern auch mit, denn das gehört auch mit das dazu. Gehört dazu. Lust habt, in einer Gemeinschaft mitzuwirken, die auch wirklich was bewirken, dann würde ich mal den Kulturraum und Brauchtumspflege e.V. ins Spiel bringen wollen, die gucken ganz friedlich und freundlich. Also warum nicht? Denn die Kultur in Dips muss weitergehen. Das wäre schade, wenn diese Tradition fällt und die Stadt wird es nicht wieder zurück übernehmen. Da können wir uns eigentlich ganz sicher sein. Also erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Ganz viel Erfolg für das Dipser Stadtfest 2024. Wer wird den Bieranstich machen? Das lassen wir uns noch offen. Ah. Das lassen wir bewusst. Ich hoffe, das wird doch nie verraten heute. Hoffe, du, Oni. Das Bier geht diesmal nie auf die Straße, auf den Markt. Wir wissen es schon, aber wir sagen es nicht. Also jetzt ganz unter uns dreien bloß jetzt schnell. Nee. Bleiben wir mal Wir sind verstockt. Ah, das merke ich schon. Ja, also schönen Dank, dass ihr da wart. Alles klar. Ja, danke. Viel Erfolg, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Das war der Talk im Autohaus für diese Woche. Nächsten Monat gibt es einen neuen Talk. Wer dann hier zu Gast sein wird, das werden Sie noch früh genug erfahren. Bis dahin sagen wir drei hier Tschüss und wir sehen uns beim Dipser Stadtfest auf jeden Fall. Das will ich hoffen. Das will ich hoffen.